Es ist unfassbar. Ich sollte lieber Bauer. Ich wollte lieber Bauer werden eigentlich. Das ist ja frustrierend. Also Bergarbeiter ist jetzt überhaupt nicht mein Job irgendwie. Wenn man irgendwie, man gräbt einen Tunnel und kommt dann doch nirgendwo raus. Junge, 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 Junge. Springt da schon wieder hier rum, der Idiot, der Affe. Für den Dreck brauche ich eigentlich nicht. Also, hallo? Das ist mir nicht Rätsel. Das ist mir echt schleierhaft. Wo sei ich mal denn hier? Das kann doch wohl nicht. Gibt's doch gar nicht. Im Leben nicht, bin ich so weit hin. Also ich komme hier nicht raus in meinem Flur. Warte mal. Ey, ehrlich, weißt du, was das natürlich der Grund dafür sein wird? Ich grab unter dem Flur durch. Na klar. Ich bin schon längst unter dem Flur durchgegraben. Schon lange, 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 lange. Jetzt gehen wir mal anders an die Sache ran. Ich bin da schon lange durchgegraben, weil ich grab unter die Treppe drunter gerade die ganze Zeit. Ich habe zwar eigentlich gedacht, dass ich auf der Ebene rauskomme, aber da habe ich mich wohl offensichtlich geirrt. Dann nehmen wir hier mal. Ach, geht nicht. Du siehst hier, zwei Sachen gleichzeitig machen kann ich hier nicht. Also das denke ich mal fast. Warte mal, wenn wir jetzt hier durchgraben, müssten wir doch. Genau, kommen wir auf der anderen Seite raus. Oh! Nein! So, jetzt pass mal auf. Hier. Genau. Wir sind hier unter der Treppe durchgegraben. Ehrlich. Das kann doch echt, gibt's das? Da! Und jetzt gucke mal an. Wie weit wir unter der Treppe durchgegraben sind. Ach komm, hör doch auf. Ehrlich, das gibt's doch gar nicht. Naja, machen wir das so. Gehen wir noch ein Stück rüber. Und da haben wir schon wieder Eisen. Ach, das ist schön. Das ist ja so schön. Das ist ja so schön. Gehen wir mal hier hin. Haben wir denn hier drin im Ofen noch was? Nee. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich packe jetzt hier unten rein. Was ist denn das? Kann ich nicht nehmen. Nehmen wir die hier. Nehmen wir hier unten rein Holz. Und hier oben rein packen wir jetzt mal. Nützt jetzt nichts. Was ist das? Ist das jetzt das Gold? Das ist Eisen. Gut. Machen wir jetzt mal ein bisschen Eisen hier unten gleich. Wir können eine Steinspitzhacke bauen für den Moment. Die ist hier. So, dann kommen wir hier. Das machen wir noch weg. Es ist unglaublich. Tatsächlich. Ich bin hier echt unter die Treppe drunter. Ich hab's eigentlich. Ich hätte es auch ahnen können eigentlich, ne? Wie kann man sich denn so dusselig anstellen? Ich baue und baue hier, baue und baue und baue. Bis rüber nach St. Georgien hier. Bin ja fast hier rausgekommen in China. So, Eisen. Wir schmelzen gerade Gold ein. Naja gut, was soll es. So, jetzt gehen wir nochmal hier. Jetzt gehen wir hier wieder, pass mal auf. 1, 2, 3, 4. Jetzt graben wir hier wieder in diese Richtung. Vielleicht kommen wir ja da mal. Wir graben jetzt einfach immer so in vernünftigem Abstand Löcher in den Boden, aber jetzt machen wir nur eine Dreierhöhe. Achso, da fällt mir gerade auf. Kerzenlicht haben wir ja auch nicht mehr. Nö. Guck mal, wir können hier Steinmetze bauen. 99 plus. So. Dann wollen wir mal hier reingucken. Dann nehmen wir hier die Eisenbahn raus. Dann machen wir oben nochmal Kohle. So. Wir machen nochmal ein bisschen Holzkohle. Das ist. Warum nicht? Können wir noch ein paar Fackeln machen. So. Wir bauen ein paar Fackeln. Ein paar Fackeln. Ja, lassen wir das mal machen.
Es kommt auch ohne uns zurecht. Fackeln. So. So sind wir natürlich aufnahmetechnisch schon wieder über die Folgenlänge hinausgekommen. Ah, wir haben 2 Tage aufgenommen. Gleich am Stück jetzt hier. Ich weiß aber echt nicht, was hier vorhin passiert ist, dass mein Telefon einfach abgestürzt ist. Ist ja unfassbar. Kann ich mir überhaupt nicht erklären, was da passiert ist. Ja, für alles interessiert, ich habe ja ein Sony Xperia Z Ultra Smartphone und ich habe ja in der Videobeschreibung, in der Kanalinfo, also in der Videobeschreibung habe ich darauf hingewiesen, aber in der Kanalinfo siehst du mein Telefon, du findest das, kannst es kaufen. Dazu möchte ich es aber nicht sagen, es ist ein Amazon-Link und ich habe es auch hingeschrieben, wenn du das über Amazon bestellst, bekomme ich davon etwas ab, ohne dass du jetzt darauf mehr bezahlst. Also das ist das eine. Also so kannst du mich quasi unterstützen, indem du sagst, hier, pass auf, der Quitschibu hat ein Telefon, das scheint gut zu laufen, damit zockt er ganz gut. Das ist ganz cool. So, wenn du das jetzt irgendwas kaufst, habe ich auch eine Root-Anleitung verlinkt, wie du das also routen kannst, und meine aktuelle Firmware, die ich benutze. Also auch das, ich habe alles, da steht überall genau drin, wie es funktioniert, sodass du das quasi exakt auf den gleichen Stand bringen kannst, wie ich meins habe. So. Und da habe ich nämlich jetzt folgendes Problem. Ich habe die neue Resurrection Remix draufgespielt und habe damit das Problem, dass die so energiesparend ist, dass sie immer in den Tiefschlafmodus fällt. So, wollen wir erstmal Kerzen machen. Können wir Kerzen machen? Ich habe gar kein Holz mehr. Habe ich überhaupt gar kein Holz mehr? Doch, ich habe noch Holz. Dann machen wir nochmal schnell Holz. Dann machen wir nochmal schnell Sticks. Was ist denn das? Eine Angel! Sieht aus wie ein Schwert, sieht aus wie Clouds Schwert. Okay, was soll's? Ich wollte erstmal jedenfalls eine Eisenspitzhacke wollte ich bauen. Und hier, Fackeln. Fackeln, so. Interessant war, dass ich jetzt hier ein paar Rezepte gesehen habe. Ich werde mal noch ein bisschen Holz reinnehmen. Und noch ein paar Sticks bauen. Und was haben wir hier alles? Den Braustein haben wir hier. Die Diamantspitzhacke, Axt und so, das haben wir ja auch gesehen. Ein Eisenhelm. Ist interessant aus, der Helm. Pfeile, dafür brauchen wir Federn und das ist Flint, genau. Feuerstein. Hier ist ja nochmal ein Eisengitter, was auch immer, wozu man das gebrauchen können wollen sollte. Ein Eisenbeinschutz. Wie du siehst, sind es verschiedene Eisen und Eisenbarren. Zwei verschiedene Sachen. Pfeil und Bogen. Da können wir auch bauen. Da brauchen wir bloß ein bisschen. Ach so, ich nehme an, der fehlt einfach nur. Wir haben nur 2 Fäden einstecken, deswegen reicht es nicht. Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt gerade eben, wie das funktioniert hier. Redstone Block, was ich damit jetzt anfangen können sollte, weiß ich nicht. Sollen wir mal einfach einen bauen? Klar, so. Jetzt nehmen wir den Redstone-Block und jetzt setzen wir den einfach mal hier irgendwo hin. Ich bin mal gespannt, was das ist, was das bringt. Hier so zum Beispiel. Hopp. Macht das jetzt Licht? Nö, ne? Einfach nur cool aus. So. Eisenspitzhacke haben wir. Fackeln haben wir auch. Mehr wollten wir ja nicht. So, aber bevor wir jetzt hier weitergraben, gehen wir mal in die Oberfläche hoch. Das ist das falsche Loch. Hier geht's hoch. Und wir gucken mal nach dem Weizen. Weil wir nämlich dann auch die Aufnahme beenden für heute. Und dann muss ich ein bisschen Schneidarbeit heute leisten. So, und was ich noch sagen wollte, also gesagt, ich habe im Moment also eine Resurrection Remix ROM drauf. Und die ist absolut krass im Energieverbrauch. Also die ist wirklich da, wenn du das Telefon jetzt nicht in der Hand hast und nur irgendwo hinlegst, verbraucht die, ich glaube, in der Stunde 1%. Das ist der Hammer. Das macht sie aber eben dadurch, dass sie in den Tiefschlafmodus fällt. Und wenn sie in den Tiefschlafmodus fällt, schießt sie aber auch sämtliche Apps ab. Das heißt auch, dass ich bei YouTube zum Beispiel keine Videos mehr hochladen kann. Das heißt also, in den letzten Tagen habe ich echte Probleme damit gehabt, Videos hochzuladen. Und um das Problem jetzt zu lösen, habe ich mir eine App installieren müssen, die jetzt verhindert, dass das Telefon in den Tiefschlafmodus fällt. Ne? Wo andere sagen, ah, geil, Tiefschlafmodus, das Telefon hat null Akkuverbrauch.
Da muss ich leider sagen, tut mir leid, ich kann das so nicht, weil da kann ich keine Videos hochladen. Und da habe ich jetzt eine App gefunden, mit der ich tatsächlich den Tiefschlafmodus verhindern kann. Ganz coole Sache. So, mit Ruhe. Jetzt gehen wir mal gucken. Oh ja, die brauche ich eigentlich auch nicht gerade im Moment. Jetzt gehen wir mal schauen nach unserem Weizenfeld, ob da was gewachsen ist. Nee. Ach, guck mal. Oh! Oh, was ist denn das? Eine Kuh. Schafe ohne Ende! Das ist ja scharf, ey! Voll scharf! Ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt. Sein Sohn hat ihn. Er hat zu seinem Sohn gesagt: Guck mal, hier Lamm, gibt's Lamm zu essen, ne? Und sagte der: Ah, nee, esse ich nicht. Und dann hat er gesagt: Du, pass auf, das kannst du ganz gut, das schmeckt gut, das ist scharf. Und da hat er gesagt: Also muss ich dazu sagen, ein vierjähriges Kind, ne? Hat er gesagt: Nein, die Mama sagt immer, ich darf nicht scharf essen. Damit meint er natürlich scharf, ne? Also, für alle, die es nicht verstanden haben. Ja, aber cool. Gleich stürzt das Telefon doch wieder ab. Ich sehe es doch. Hat gegoogelt gerade. Also doch nicht. Abgestürzt. Okay, muss ich rausfinden, was da los ist. Auf jeden Fall danke ich dir jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bleib mir schön gesund. Der Akku ist gleich leer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, hau rein. Und tschüss.